Guten Tag. Der hatte gestern einen Autounfall gehabt. Hallo meine Lieben. Ja, heute gibt es mal einen neuen Vlog für euch. Wir vloggen heute wieder für euch. Genau. Ich bin gerade in der Küche und muss Essen machen. Wir sind gerade allein. Ich bin mit meiner Schwester gerade hier. Und es gibt heute Spaghetti Carbonara. Dafür mache ich gerade die Soße fertig. Und genau, das Nudelwasser kocht hier schon gleich. Ich mache gleich die Nudeln rein. Und hier mache ich gerade Schinken. Das mache ich mir gleich noch mit dem Rest Milch. Wir haben noch so ein bisschen übrig. Mache ich mir gleich einen leckeren Kakao. Weil das hier ist Inhalt unserer Soße. Über 1 Liter Milch. Genau. Fehlt es auch da? Hallo! Genau. So ist er gleich hier. Genau. Oh, es riecht so gut, es riecht so gut. Voll lecker aus. Tada! So. Dann haben wir gerade Geschenke verpackt schon. Sehr gut. Sieht schon mal lecker aus, Felix? Die sieht lecker aus? Oh. Lecker? Müll ist auch lecker, okay. Genau, das kocht jetzt kurz. Und ich zeige euch kurz die Geschenke, die wir eingepackt haben heute. Es ist dunkel hier. Und zwar haben wir hier schon ein Geschenk. Das ist so ein... so ein Regenschirmhalter. Total schön. Und da drin ist so ein Buddha. Und ein Naschi. Genau, und hier unten ist noch so ein geheimes Paket. Da haben wir eingeschenkt. Dann haben wir hier einen Adventskalender, den ich gebastelt habe. Der ist hier. Fernseher läuft, nicht wundern. Und hier haben wir noch ein Geschenke. Das große Blaue ist für meinen Bruder, das ist für meine große Schwester, das ist für meine andere große Schwester und das ist für Mali. Genau, das haben wir heute alles eingepackt schon. Hier ist noch ganz viel Naschi. Und hier ist noch ein Geschenk für meine andere große Schwester, das müssen wir auch noch einpacken. Genau, und hier ist komplett Chaos. Bist du live? Ich putze gerade meine Kamera. So, Leute, also, Geschenke habe ich euch gezeigt. Essen ist soweit fertig. Was? Hi, na? Meine Schwester ist gerade live. Da ist sie übrigens. Wir haben sie ja gerade gesucht. Die ist von den Toten auferstanden. Sehr schön. Hi, ich bin Maggie. So. Sehr gut, sehr gut. Ja, meine Schwester ist live. Ich glaube, wir gehen auch gleich live auf YouTube. Mal gucken. Auf Instagram. Hi, du hast mal einen Zuschauer. Weiß. Ja. Genau, bestimmt, ich wollte mir so einen Kakao machen. Zum Rest Milch. Das ist nämlich so wenig, das lohnt sich nicht mehr in den Kühlschrank zu packen. Ich hab keinen Bock mehr. Soße ist fertig. Habe ich schon ausgemacht. Ich muss jetzt nur gucken, dass sie sich nicht am Boden festsetzt. Er sieht so süß aus wie so ein echtes Baby, ne? Snoopy, er sieht immer so rot aus, ne? Guck mal, wie krass rot er aussieht. Du bist süß! Deine Haare bist oben, wir machen die sehen ja katastrophal aus. Wo ich ihn dann geholt habe von oben, sah der noch schlimmer aus. Ja. Wir können gleich weggehen gehen. Nur kurz, weil hier das Essen kocht die ganze Zeit.
Nee, besser nicht. Kelle, warum hast du deine Hose ausgezogen? Weil wir gleich weggehen wollen. Kannst du nicht warten? Nein. Eine Levi-Schnute. Wird da nochmal gekocht werden? Ja, nee, wurde schon gebacken. Komisch, wenn meine Sachen ankommen. Weißt du, bei meinem Kaninchen, das habe ich voll eben gerade gesehen, da sieht man richtig jetzt gerade im Moment, dass es wirklich ein Löwenkopf ist, weil die ganze Mähne so richtig, als ob er in die Steckdose gefasst hat, einmal so ganz nach vorne so, alles geht so nach oben. Wenn ich richtig gut reborn kann, also so Babys machen, dann mache ich mir noch so ein Baby. Für mich auch. Für dich auch. Aber eins mit offenen Augen. Dann kannst du aber kein Levi haben. Weil Levi, das ist der R, gibt's nur zu laufen. Ach, die Hose, ach da. Man sieht die gar nicht, wenn die auf dem Body liegt. Sein Kopf ist so beweglich, ne? Das war toll. Hab ich gemacht. So, meine Lieben, wir sind jetzt oben. Und Kleine bekommt jetzt was Neues an. Und wir werden seine Flasche machen, damit er gleichzeitig mit uns essen kann. Da habe ich schon Pulver drin. Ist gleich nur noch Wasser rein, das heißt, wir nehmen die nur noch so mit nach unten. Genau, aber jetzt bekommt der Kleine erstmal was Neues angezogen. Ich glaube, wir lassen einfach den Body an. Hier ist übrigens voll das Chaos, überall steht hier was rum. Ja, was bekommt der denn an, der kleine Mann? Vielleicht kommt auch das hier an. Das können wir mal anprobieren. Ein selbstgenähtes Set aus so einem Wickelpulli und gleichfarbener Hose. Gucken wir mal, er hatte das schon mal an, aber da war ich so im Stress und musste es eben schnell wieder ausziehen. Gucken, ob es ihm steht. Werden wir mal ausprobieren jetzt. Schnucki Baby. Die Hose ist ein bisschen lang, finde ich, aber das, also Mel passt da super rein. Aber Bennett hat ja so angewinkelte Beine, das ist immer ein bisschen schwer dann. Meine Schwester kümmert sich übrigens gerade ums Essen, damit es nicht anbrennt. Und genau, dann können wir gleich mit Bennett zusammen essen. Er kann sich dann hinlegen aufs Sofa oder so, kann seine Flasche trinken und wir werden dann auch essen. Ich finde, sie sieht ja auch wie so ein gerade frisch geborener. Weil das mich immer an ein Krankenhaus erinnert, irgendwie so ein Hemdchen. So, genau. Das ist übrigens von Hobson Design. Hobson, ja. Sieht das Ganze aus. Tada! Ich sehe die Kamera von mir nicht. So. Irgendwie schon süß. Oder? Komplett einfarbig mag ich eigentlich nicht, aber das ist süß, Baby. So.
Hey, meine Lieben, wir haben erst gegessen und die Post kam gerade. Wir haben ein Paket bekommen mit zwei richtig, richtig süßen Sachen hier. Ich weiß nicht, das Licht ist ein bisschen doof. Das tut mir voll leid. Es ist halt schon ein bisschen später. Wir haben es jetzt 15.16 Uhr. Seht ihr gar nicht. Ja, aber ich wollte trotzdem kurz zeigen und ich würde das dem Bennett noch gleich gerne mal anprobieren. Und zwar einmal Schüchen, total süße kleine Schüchen mit so kleinen Schneeflocken drauf. Die wird er auf jeden Fall wahrscheinlich am Weihnachten anziehen. Total süß, die sind von Alana in so ganz, ganz Newborn. Und dann ein Overall aus Strick. Der ist auch richtig, richtig süß. Der ist halt komplett Strick und hat hier oben so Knöpfchen. Und ist halt dunkelblau. Den würde ich Bennett jetzt gerne mal anziehen. Also hier seht ihr den, glaube ich, nochmal besser. Sieht gar nicht besser. So sieht der aus. Einfach so ein Overall halt. Baby ist irgendwie nicht so cool wie erhofft. Hallo meine Lieben, heute ist ein neuer Tag. Ich habe gestern Abend leider nicht mehr weiter gebloggt. Und deswegen dachte ich, nehme ich euch heute einfach noch ein bisschen den restlichen Tag. Und wir haben jetzt 3.07 Uhr am Nachmittag. Und wir haben gerade gegessen. Es gab gerade Pommes mit was haben wir gegessen? Fischstäbchen, genau. Ja, weil wir heute Abend mit unseren Eltern zusammen warm essen und wir uns einfach was Schnelles kurz machen sollten. Mein Bruder ist heute auch in der Haus und mit im Vlog dabei. Genau. Und wir haben gleich etwas Wichtiges zu tun. Wir haben heute schon wieder Geschenke verpackt, so wie gestern. Und haben erst noch was zu tun. Wir müssen jetzt die Auffahrt draußen im Garten kurz machen. Und dann drehen wir gleich das Hasenvideo. Genau. Wie wohnen unsere Hasen? Wo wohnen unsere Hasen? Wie sehen sie aus? Wie heißen sie und so? Genau, das wollten wir jetzt gleich drehen. Und machen wir gleich. Nee, nichts aus. Was hast du da, Marvin? Zwei Dinge, wo Geschenkepapier dran war. Genau. So. Unser armer kleiner. Siehst du da so, wie ist meine Sister? Wir machen ein Hasenvideo. Genau, wir drehen gleich das Hasenvideo, Marvin. Ach so. Meinst du, wir drehen gleich das Hasenvideo? Gleich, dachte ich, jetzt machen wir auch was. Ja, und wir drehen das Hasenvideo. Genau, hier ist unser armer kleiner Kater. Der hatte gestern einen Autounfall gehabt und seitdem liegt er hier nach einem nicht schönen Tierarzttermin und ja. Bist ein bisschen noch auf Drogen, oder? Ich bin besoffen. Nee, bis heute Abend hat er noch Schmerztabletten in sich. Ja, also er wurde vom Auto angefahren, weil er ist nicht kastriert. Und er ist ein Kater und das heißt, die laufen immer durch die Gegend. Und ja, er läuft auch sehr, sehr viel durch die Gegend. Ja, und im alten Haus war das immer so, dass keine Autos gefahren sind, da wo wir gewohnt haben. Und deswegen hat er auch immer auf der Straße geschlafen und so. Das war in Ordnung, weil halt keine Autos gefahren sind. Und jetzt fahren hier aber ganz viele Autos. Und jetzt ist er wieder über die Straße gerannt. Ich habe das auch schon mal gesehen, wie er so ein bisschen angefahren wurde. Da wurde ich gerade mit dem Motorrad los, da wurde er vom Auto erwischt. Und ja, gestern war es wohl ein bisschen schlimmer und wir waren gestern beim Tierarzt und anscheinend oder eventuell könnte er einen Hüftbruch haben, aber das können wir erst genauer sagen, wenn er geröntgt wird und das konnten wir gestern nicht machen, weil dafür hätte er schlafen müssen und der Tierarzt hatte gestern Abend schon zu und deswegen haben die extra für uns nochmal aufgemacht, deswegen konnten wir das gestern Abend noch nicht machen. Ja, wir wollen jetzt heute Abend nochmal anrufen, wie das mit ihm ist, wie er sich fühlt und so, also er kann halt nicht laufen, er möchte auch nicht so gern essen, also außer wenn man das hier hinlegt. Wir haben hier schon ein bisschen was hingelegt,
Aber er isst es auch nur, wenn man es wirklich vor die Nase hält. Und ihr seht, man muss ihn halt füttern. Ab diesem Strich hier tut es ihm weh. Genau. Hier ungefähr hat er auch ganz dicke Beulen. Und das ist halt alles nicht so toll. Genau. So. Toller Hasenblock. Aber er schnurrt schon, das ist gut. Gestern konnte er nur noch zittern. Nicht mehr schon. Aber jetzt hat er auch was gegen die gegen die Schmerzen bekommen. Ich glaube, dann geht es ihm auch schon besser. So, ne, Dicker. Er ist unser kleines Problemkind hier. Aber er liegt hier auch nur den ganzen Tag und wir müssen ihn immer auf Toilette bringen. Und ihn füttern, ihm was trinken geben. Halt unser kleines Problemkind hier. Genau. Ne, Felix ist wunderbar. Er beschützt ihn immer. Das ist total cool. Weil der Hund merkt genau, dass er irgendwas hat. Die Hunde können traurig sein. Genau, der Benetton liegt da. Seht ihr ihn? Da liegt er. Mal Licht an, genau. Liegt da. Er hat einen neuen Anzug bekommen heute. Voll süß. Wir haben noch einen bekommen, den zeige ich euch nachher nochmal. Der war doch aus Schweden, ne? Ne, der andere kommt aus Schweden. Der kommt aber ja, auch und irgendwo. Und einen Tag hat er nur gebraucht. Genau. Ein Tag Versand nur. Voll krass. Super cool. Voll süßes Baby. Genau, er liegt jetzt hier. Ich bin am Videos schneiden und am Lernen für die Schule. Gleichzeitig läuft der Fernseher. Und ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Leute, die immer was im Hintergrund brauchen? Ich muss immer irgendwas hören. Hier sind Geschenke. Seht ihr gar nicht so gut, aber hier habe ich Geschenke verpackt. So, meine Lieben, ich habe gerade das Hasenvideo gedreht und wir haben draußen einiges erledigt. Und jetzt haben wir gerade Post bekommen, wenn wir draußen waren. Und ich habe zwei so riesige Pakete hier bekommen. Da steht das andere. Und ich habe natürlich gerade ein Live-Box-Opening von den Sachen gedreht. Und genau, da könnt ihr euch auch drauf freuen auf das Video. Genau, es sind relativ viele Sachen geworden. Der Karton ist komplett voll und quillt sogar schon über, weil es halt zwei Kartons waren. Genau. Einmal so richtig, richtig viel haben wir bekommen. Beziehungsweise gekauft. Genau. Das ist so ein reiner Jungskarton. Das andere ist ein reiner Mädchenkarton fast. Einmal für alle was dabei. Genau. Am süßesten finde ich diese Hose hier. Ich finde die so toll. Ja, aber es sind auch echt schöne, schöne Sachen für die Melder beigekommen. Und wir haben einen neuen Lieblingsbody für Benetton. Nämlich diesen hier. Der ist so toll, oder? Dunkelblau-braun gestreift. Einfach ein Traum. Unglaublich. Ja, genau. Also ein Jungskarton und ein Mädchenkarton. Da mit einem super süßen neuen Overall. Ich finde den voll toll. Aber wir müssen gleich auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen anprobieren. Aber das ist doch mal übertrieben süß, oder? Snoopy Bär. Genau, er liegt hier. Der Kater liegt da auch noch. Möchte nicht aufstehen. Genau, aber ich würde sagen, ich bringe jetzt kurz die Sachen nach oben. Und danach, ich habe hier die Tür zu machen, wir haben übrigens noch ein Paket bekommen, das ist ein Weihnachtsgeschenk. Genau, die Pakete nach oben bringen, dann zeige ich euch, glaube ich, noch ein bisschen was. Und dann, ja, sortiere ich das kurz einmal aus, weil mir ist es irgendwie total wichtig, dass ich das heute noch gemacht habe. Und dann kann ich euch kurz noch den anderen Overall zeigen, der heute Morgen schon mit der Post kam. Und zwar ist das dieser hier. Der ist für die Mailmaus, beziehungsweise eigentlich für beide. Ich glaube, dass der einfach beiden passt. Genau, der sieht so aus. Der ist so mit Eicheln. Und so Eichenblätter vom Baum. Total schön, oder? Ich finde den unglaublich schön. Eigentlich hasse ich bunte Sachen, aber der ist unglaublich schön. Ich mag sowas total. Genau, der kommt aus dieser Marke, von dieser Marke hier. Und kommt aus Schweden. Finde ich voll cool irgendwie. Ja, der ist in Größe 50. Und das ist auch voll mini. Der ist richtig, richtig mini. Genau, ne, Felix? Genau. So, die Sachen werden wir gleich einsortieren in den Schrank. Dann haben wir das schon mal. Das hier ist auch verkauft. Kommt hier mit rein. So,